Wenn du gerade in der Situation bist, das Gefühl hast, ey, ohne Scheiß, ich streng mich voll an, aber ich kriege einfach nicht meine verdienten Noten, dann teile ich jetzt gleich den Hauptgrund mit und auch direkt die Lösung. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn du das Gefühl hast, ey, ich streng mich immer voll an, aber irgendwie, ich kriege einfach nicht die Noten raus, die ich eigentlich verdient hätte. Ich gehe in die Prüfung, habe ein gutes Gefühl und am Ende kommen 7 Punkte raus oder 9 Punkte oder was auch immer für dich halt eben nicht zufriedenstellend ist. Und denkst dir, woran liegt es? Ich sag's euch, mittlerweile merke ich durch meine Zusammenarbeit mit so vielen von euch, auch auf persönlicher Ebene, durch unser Traumabitur-Coaching-Programm, so krass, es liegt einfach so viel an den verdammten Operatoren. Operatoren sollten den meisten von euch schon mal was gesagt haben. Das sind im Prinzip einfach diese kleinen Wörter, die ja im Prinzip implizieren, was du bei der jeweiligen Aufgabenstellung hinschreiben sollst. Ja, sowas wie nenne, erkläre, analysiere, urteile, bewerte, all diese Dinge. Und wir wissen, das Problem ist, dass du schon ungefähr weißt, was damit gemeint ist. Deswegen beschäftigst du dich nie konkret damit. Aber genau deswegen weißt du auch nur so in etwa und kriegst dann eben bei den Prüfungen, bei den Aufgaben nicht die Noten raus, die du eigentlich verdient hättest, weil du nur dessen schreibst, was du weißt und nicht, und das ist das Wichtige, nicht das, was gefordert ist. Und du wirst in der Schule, das ist so ein wichtiger Mindshift, niemals danach bewertet, wie viel du weißt, sondern immer nur, zu welchem Grad du die Aufgaben erfüllst. Und deswegen werden wir jetzt zusammengefasst für alle Bundesländer, auch da wieder wichtig, wenn du Operatorenlisten hast von der Schule, schau dir unbedingt die lieber an oder auch im Internet einfach mal danach googeln. Ich habe eine allgemeine Operatorenliste gemacht, die werden wir jetzt gemeinsam durchgehen, dass ihr schon mal eine sehr gute Vorstellung, auch in leichter Sprache, von den Operatoren habt, was welcher genau bedeutet und was sie voneinander unterscheidet. Aber für dich persönlich, für deine konkrete Vorbereitung, am allersinnvollsten, dass du dir entweder vom Lehrer holst oder speziell für deinen Bundesland nochmal googelst, weil dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. So, ich habe mich mit meinem Laptop bewaffnet. Da ist die exklusive Abiturathleten-Operatorenliste, die wir auch allen Teilnehmern im Traumabitur-Coaching zur Verfügung stellen. Ich werde es jetzt trotzdem einfach mit euch einfach einmal durchgehen, damit ihr die verstanden habt. Aber im Traumabitur-Coaching wird man immer wieder mit solchen Dingen auch versorgt, weil ich da eben einfach wirklich ein Komplettsystem erschaffen möchte, wo du wirst 8 Wochen von uns betreut und wenn du da durchgeführt wirst, dann hast du alles, was du brauchst, um in der Oberstufe stressfrei, ohne Druck, ohne Angst, sehr gute Noten zu schreiben. Also gehen wir es kurz durch. Das Wichtigste, ist, was ihr jetzt allererstes Mal für die Operatoren verstehen müsst, ist, dass es 3 Anforderungsbereiche gibt. Es gibt Anforderungsbereich 1, 2 und 3. Und das gilt in jeder Klausur, jedem Test und so weiter. So. Und zwar teilen sich die 3 Anforderungsbereiche im Prinzip so auf Anforderung 1, das ist sozusagen einfach simples Wissen, ja, einfach nur Fakten, das heißt, oder man könnte auch sagen, was, ja, also wenn du quasi nach Anforderungsbereich 1 fragst, ist das was, zum Beispiel, dass du halt einfach nur hinschreiben musst, wann, keine Ahnung, der Krieg ausgebrochen ist, ja, einfach nur eine Fakt, eine Zahl, eine Dateninformation, ohne großen Zusammenhang, einfach nur eine Sache wiedergeben, ja, das ist Anforderungsbereich 1. Anforderungsbereich 2 ist Erklärung und Anwendung, also vor allem auch die Zusammenhänge, sprich man könnte fragen, wie. Ja, also zum Beispiel man sagt, einfach sagen, okay, es gibt, keine Ahnung, diesen Bestandteil einer Zelle, diesen Bestandteil einer Zelle, diesen Bestandteil einer Zelle, das wäre Anforderungsbereich 1. Anforderungsbereich 2 wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wie wirken die denn miteinander? Was braucht denn das eine Element von der anderen? Wie agieren die zusammen? Welche Funktion hat das alles? Und so weiter, also quasi den Zusammenhang zwischen den einzelnen Fakten. Und dann gibt es noch Anforderungsbereich 3. Den könnte man auch als Urteilsfähigkeit zusammenhängen. Das bedeutet so ein Warum. Ja? Das heißt, es ist eine Art von Bewertung. Sprich, du kannst ja im Prinzip bei der Thematik, kannst du einfach nur die einzelnen Fakten wissen. Du kannst die Zusammenhänge zwischen den Fakten wissen. Dann hast du eigentlich die gesamte Thematik schon sehr gut verstanden. Dann geht es aber gerade, wenn es darum geht, dass du extrem hohe Punktzahlen, also wirklich in 12, 13, 14, 15 Punkte kommst, dass du dann auch eine eigene Meinung dazu abgeben kannst, Ganze gewichten kannst, vergleichen, eine Argumentation dazu abgeben kannst, all diese Dinge, also dass du wirklich auch versteht, in welchem größeren Gesamtzusammenhang kann man das Ganze einordnen. Und genau für diese 3 Anführungsbereiche gibt es eben verschiedene Operatoren. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen standardisiert, über alle Bundesländer verteilt. Da habe ich jetzt vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, weil es die 3 größten Bundesländer sind, mit eingebaut. Und wir gehen es einfach mal für jeden Anführungsbereich so 5 bis 6 Operatoren durch. Das sind so die wichtigsten, damit ihr da auch wirklich einfach ein sehr gutes Gefühl habt. Also, gehen wir zu Anführungsbereich 1. Dabei gibt es den Operator nennen oder benennen. Ganz einfach, ich halte es jetzt so simpel wie möglich, dann musst du es einfach nur nennen. Wenn es heißt, nenne die 3 Bestandteile einer Zelle, dann schreibst du einfach nur die 3 Wörter hin.
nichts mehr. Da kannst du erklären, was du willst. Du kriegst nicht mehr Punkte, du kriegst nur auf diese drei Begriffe einen Punkt. Ganz, ganz wichtig. Weil da super leicht zu verstehen, aber wenn man es nicht versteht, verliert man super schnell super viel Zeit. Dann gibt es Wiedergeben, Formulieren, Verfassen oder Beschreiben. Das könnt ihr im Prinzip, um es möglichst leicht für euch zu machen, alles als eins sehen. Okay? Wiedergeben, Formulieren, Verfassen, Beschreiben ist alles das Gleiche. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass du den Sachverhalt in eigenen Worten professionell darlegst. Also professionell bedeutet bei mir immer strukturiert, ja, nicht einfach irgendwie hingeschmiert und vor allem auch mit Fachbegriffen. Dann gibt es Zusammenfassen, das ist genau das gleiche wie Wiedergeben, Formulieren, Verfassen, Beschreiben, nur dass du den Sachverhalt eben professionell, ja, darstellst, also strukturiert und mit Fachbegriffen, aber dass du ihn auch komprimiert darstellst. Ja, also nochmal zusammenfassen, was das Wort hier schon selbst sagt. Dann gibt es Skizzieren und Aufzeigen. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass wenn etwas, das ist meistens ein ziemlich komplexer Sachverhalt, den einfach nur knapp wiedergeben. Also einfach nur die Grundaussagen. Nicht jedes einzelne Detail, einfach nur ganz grob sagen. Da würde ich mich auch immer an den Punktevorgaben der jeweiligen Aufgabe orientieren. Wie viele Punkte gibt es denn da überhaupt zu holen? Dementsprechend gibst du dann auch knapp wieder und sagst einfach nur, was ist so das, die Kernelemente, die man über diese Thematik wissen sollte. Dann gibt es Darstellen oder auch Erstellen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass du vor allem bei Darstellen, bedeutet meistens, dass du den Sachverhalt vor allem auch grafisch umsetzt, also zum Beispiel was zeichnen, skizzieren und dass du den dann auch wirklich richtig beschriftest. Ja, das vergessen auch ganz viele, wenn sie irgendwie eine Skizze machen. Du musst jede Skizze, jeden Versuchsaufbau, was auch immer du da hinzeichnest, du musst das mit einer richtigen Legende beschriften, mit X-Achse, Y-Achse, je nachdem, was in deinem Fall relevant ist. Das muss alles rein, die Zeichnung alleine reicht nicht. Manchmal kann darstellen, aber eben auch sprachlich bedeuten, sprich, dass du quasi den Versuchsaufbau sprachlich erklärst. Aber da auch einfach gerne nochmal beim Lehrer nachfragen. Dann gibt es Herausarbeiten. Herausarbeiten wird meistens dann verwendet, wenn du irgendwas aus einem Material wiedergeben sollst. Ja, wenn du zum Beispiel heißt, okay, du hast jetzt diesen Text und dann sollst du herausarbeiten, was jetzt zum Beispiel Englisch, wenn du herausarbeiten sollst, was die Kerneigenschaften von Lisa sind. Ja, und sagst, okay, das ist das, das und das. Aber auch da einfach nur wieder aufzählen, nicht groß erklären. Eventuell kann das in Mathe zum Beispiel auch einfach nur eine simple Berechnung sein. Dann gibt es Charakterisieren. Das ist noch der letzte Operator, den wir für den ersten Anforderungsbereich haben. Der bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du typische Merkmale eines Sachverhalts nennst und ihre Grundbezüge bestimmt. Ja, das heißt, du sagst einfach, okay, worum geht es hier wirklich? Ganz knapp, möglichst kurz, das ist für Anforderungsbereich 1 in allen Operatoren gleich, möglichst knapp. Darum geht es in Anforderungsbereich 1. Gehen wir zu Anforderungsbereich 2, also erklären und anwenden, wie oder auch eben die Zusammenhänge. Da gibt es zum einen Untersuchen und Erschließen. Das bedeutet nichts anderes, als dass du an Sachverhalten kriterien- und aspektorientiert arbeitest. Also dass du eben nicht einfach nur irgendwas hinschreibst, sondern du untersuchst es, erschließt es, aber eben immer in Bezug auf die Kriterien oder die Aspekte, die in der Aufgabenstellung gefordert sind. Ja, zum Beispiel, wenn es heißt, untersuche den Aspekt in Bezug auf die Folgen für den Klimawandel oder so, dann musst du doch in Bezug auf den Folgen auf den Klimawandel machen. Alle Aspekte, die du dann herausarbeitest, die nicht in Bezug auf den Klimawandel sind, werden dir auch keine Punkte geben, auch wenn das viele immer wieder denken. Dann gibt es Vergleichen. Vergleichen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du Sachverhalte, also zum Beispiel die eine Rechtsnorm und die andere Rechtsnorm, dass du einfach schaust, was sind Gemeinsamkeiten und was sind Unterschiede. Und das ist alles, was du da im Prinzip zu tun hast. Eventuell kann es bei Vergleichen noch bedeuten, dass du das Ganze gewichtest, also welches Pro- oder Kontra-Ding oder welcher Unterschied ist wichtiger, besser, schlechter, sonst irgendwas und dass du vielleicht auch zu einem Ergebnis kommst, also welchen von beiden Rechtsnormen würdest du persönlich präferieren, wobei das dann auch schon eher in Aufgabenbereich 3 geht. Dann gibt es als Operator in Aufgabenbereich 2 erläutern, erklären und begründen. Auch das kannst du alles als eins zusammenfassen, um es möglichst einfach zu halten. Das bedeutet im Prinzip, dass du deine irgendwelche Sachverhalte durch deine Kenntnisse, ja, da wird der Lehrer eben sehen, dass du es wirklich auch verstanden hast, dass du es möglichst präzise darstellst, dass du es begründet in einen Zusammenhang stellen kannst und eventuell, dass du es eben auch veranschaulichst. Also zum Beispiel durch zusätzliche Informationen, was vielleicht durch eine Dokumentation dir angeeignet hast oder auch Dinge, die du im Unterricht besprochen hast oder eben auch Beispiele verwendest, weil wenn du Beispiele verwendest, um was zu erklären, zeigt das immer, dass du es wirklich verstanden hast, sonst könntest du das Beispiel nicht auswählen. Dann gibt es Gliedern, Ordnen, Zuordnen, Einordnen oder in Beziehung setzen. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass du Aspekte eines Sachverhalts, also nicht einfach den gesamten Sachverhalt, sondern einfach einzelne Aspekte davon, dass du den nach
Bedeutung und begründet in den Zusammenhang stellst. Ja, dass du wirklich schaust, okay, was ist so am wichtigsten? Sagt ja auch schon, ja, gliedern, einordnen, zuordnen, in Beziehung setzen. Was gehört wie zusammen, zu welchem Grad? Dass du da merkst du auch schon, da wird es einfach wesentlich komplexer. Da geht es einfach darum, dass du dem Lehrer zeigst, okay, du kennst die einzelnen Elemente, wie sie zueinander stehen, wie sie miteinander agieren und welches von den jeweiligen Aspekten dann auch am wichtigsten ist. Dann gibt es Analysieren. Das bedeutet im Prinzip einfach, dass du auf Basis von Material, ja, da hast du auch meistens einfach Material zur Verfügung, dass du einfach den Sachverhalt in die Elemente zerlegst. Ja, also du merkst gerade in Anführungsbereich 2 bei Erklären und so weiter, da geht es immer darum, dass du die einzelnen Komponenten herausarbeitest und dann auch irgendeine Beziehung zwischen denen herstellst. Wo waren wir jetzt gerade bei Analysieren eben? Bedeutet einfach, dass du diese Elemente zerlegst vom jeweiligen Sachverhalt und dann auch deren Beziehung zueinander wieder erfasst. Da kannst du eigentlich immer so in 3 Schrittmärkten beschreiben, untersuchen und auswerten. Auswerten allerdings hier nur, wenn das auch in der Aufgabenstellung nochmal extra gefragt ist. Dann gibt es abschließend zu Aufgabenbereich 2 noch Interpretieren. Interpretieren ist im Prinzip einfach nur so ein fortsetzendes Analysieren. Sprich, da geht es einfach darum, dass du die Beziehungen durch fachrelevante Methoden noch tiefer machst. Also wenn du irgendwas Konkretes besprochen hast, wie man irgendwas noch konkreter untersuchen kann im Unterricht, dann sollst du das bei Interpretieren dann auch immer anwenden. Kommt meistens zum Beispiel Anschluss an eine Analyse. Dann die Urteilsfähigkeit, also Aufgabenbereich 3, besprechen wir jetzt noch kurz. Deuten gibt es als Operator. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass du den Text in einen Erklärungszusammenhang bringst. Also dass du anstatt einfach zu sagen, wenn es heißt, deute den Text, ganz simpel, dann musst du eben nicht nur sagen, okay, was steht in dem Text, sondern auch, wie ist der Inhalt des Textes in Bezug auf andere Dinge, die ihr zum Beispiel davor besprochen habt, die ihr im Unterricht durchgenommen habt, wie ist es da in den Kontext zu setzen. Dann gibt es Beurteilen. Das bedeutet, dass du ein objektives, also deine eigene Meinung zählt da nicht, aber ein selbstständiges und begründetes Sachurteil abgeben kannst. Und dass eventuell, wenn auch Kriterien in der Aufgabenstellung, die du da ja einbauen sollst, auf die auf jeden Fall auch Rücksicht nehmen. Dann gibt es Bewerten. Bewerten ist im Prinzip genauso wie Beurteilen, nur dass du noch eigene Wertmaßstäbe einbauen kannst. Dann gibt es kritisch, in Klammern gesetzt, Stellung nehmen. Das bedeutet, dass du eine sorgfältige und professionelle, also wieder strukturiert und mit Fachbegriffen, eine Einschätzung abgibst. Ja, dass du wirklich schaust, okay, naja, ich sehe das so, ich sehe das so, ich sehe das so, aufgrund von dessen ist das so und so, meiner Meinung nach sollte man, ich bin dagegen das, sowas auf diese Art und Weise eben. Dann gibt es Begründen 2, ja, das heißt, es gibt Begründen einmal in Anforderungsbereich 2 und einmal gibt es auch in Anforderungsbereich 3. Da merkst du schon, manchmal sind die Operatoren eben nicht so klar, deswegen unbedingt bei deinem Bundesland nochmal speziell nachschauen. Das Begründen im Anforderungsbereich 3 bedeutet aber quasi, dass du das Ergebnis fachlich absicherst. Also dass du zum Beispiel nicht nur sagst, das ist so oder dass du ihnen Erklärungen vorgenommen hast, nice, meistens begründen sie ihre Erklärung. Und dann geht es eben darum, dass du das Ergebnis, was du da als eben Erklärung rausgearbeitet hast, dass du das fachlich absicherst. Zum Beispiel, dass du einen Beleg anbringst, du bringst ein Beispiel an oder du argumentierst auch einfach nur dafür. Dann gibt es zig Auseinandersetzen mit, also setzen Sie dich bitte auseinander mit, bla bla bla. Und das ist immer eine Argumentation mit begründetem Ergebnis. Also du hast zum Beispiel auch da vielleicht in Anschluss an zum Beispiel Anführungsbereich 2 solltest du irgendwas vergleichen und dann solltest du, das heißt, setzen Sie sich da mit den Unterschieden auseinander. Ja? Und dann sagst du halt, okay, das hat den Unterschied, das hat den Unterschied. Meiner Meinung nach ist das besser, weil der Vorteil ist einfach wichtiger für die Menschheit oder was auch immer. Dann gibt es Prüfen, Überprüfen oder Erörtern. Auch das alles im Prinzip das Gleiche. Das bedeutet nichts anderes, als dass du den Sachverhalt argumentativ auf Angemessenheit untersuchst mit eigener widerspruchsfreier Stellungnahme. Also sagst du, da ist zum Beispiel, überprüfen Sie diese Aussage oder erörtern Sie diese Aussage. Da steht einfach eine Aussage, vielleicht auch ein Zitat und dann musst du eben selbst auf Basis von Argumenten sagen, okay, das spricht für diese Aussage, das spricht gegen diese Aussage und am Ende musst du selbst widerspruchsfrei, also geht es nicht um irgendwie subjektive Vorzugehen, sondern einfach, was einfach objektiv wirklich so ist, wo auch niemand was dagegen sagen kann, ob dieses Zitat zum Beispiel zu halten ist oder eben nicht. Dann die letzten 3 noch, entwerfen. Das ist einen eigenen Text mit entscheidenden Schritten planen. Also das bedeutet nicht, ja, wenn zum Beispiel entwerfen Sie einen Text, bedeutet es nicht, dass du den Text schreibst. Das bedeutet einfach nur, aber auch da wieder mit dem Lehrer absichern, ganz, ganz wichtig, bedeutet einfach nur, dass du sagst, okay, wenn ich den Text schreiben würde, würde ich das und das machen. Also sagst zum Beispiel, als erstes würde ich mir eine Übersicht machen, dann mein Aufbau wäre, Schritt werden Punkte 1, 2, 3, 4, 5 mit den und den Inhalten und so weiter. Also du skizzierst nur, was du tun würdest. Gestalten bedeutet dann, dass du eben diesen eigenen Text nach eventuell vorgegebenen Kriterien wirklich auch selbst erstellst. Und
Dann gibt es abschließend noch entwickeln. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass du vorangegangen bist, weiterdenkst. Also du hast vielleicht schon bei Anführungsbereich 2 was erklärt oder du hast vielleicht auch ein Urteil sogar in Anführungsbereich 3 schon zu irgendwas abgegeben. Und dann bei entwickeln machst du einfach nichts anderes, als dieses Vorangegangene nochmal weiterzudenken. Das heißt, du kannst zum Beispiel eine realistische Perspektive formulieren. Ja, was zum Beispiel in Bezug auf Klimawandel, was könnte das in der Zukunft bedeuten? Und das natürlich dann auch idealerweise begründen. Yes, das war's. In Bezug auf die Operatoren, ich denke, das war ein Game-Changer-Video für sehr viele. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Video sehr ernst, weil ich weiß, es ist ein etwas trockeneres Thema, aber es ist so, so entscheidend. Ich merke es bei so vielen Leuten aus dem Traumabitur-Coaching-Programm, dass es einfach so wichtig ist. Wenn du da auch mit rein möchtest, einfach unter diesem Video auf den allerersten Link gehen, Uhrzeit auswählen, da wird sich jemand aus meinem Team bei dir melden, schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, wie wir dir weiterhelfen können und falls wir das auf jeden Fall können, dann werden wir direkt persönlich miteinander sprechen, ob ich dann auch für eine gewisse Zeit dein persönlicher Coach werde. Also trag dich einfach ein, unten mit deiner Uhrzeit und dann denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo. Praying that I get to breathe.